Hallo Leute und willkommen zum ersten Video auf den neuen Spider-Car und von Antisparlos 2100. Ich dachte mir, jeder Kerl fängt mal klein an. Also fange ich mit einem kleinen Video an. Ihr müsst euch an Lex gewöhnen, das wird bei mir bei jedem Video sein wahrscheinlich, bis mindestens 2013, weil ich da neue PC-Teile kriege. Und ich habe mich entschieden, es zu kommentieren, da ich sonst, wie nennt man sowas nochmal, genau, GEMA-Probleme, wie ich so schön sage, kriege. Ich fange mit einem Lied für Line an. Kanal Line Klein, entweder Line Klein oder Line Klein 100, ich glaube nur Line Klein. Ich werde den Kanal unten verlinken. Sie hat den Song nicht gewollt, aber ich weiß ganz genau, dass sie Porte liebt und darum genießt das Video, Line und alle anderen Zuschauer. Well, here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Ich will nicht die Musik stören eigentlich, aber ich muss sagen, ich muss immer und wieder mal ein bisschen reden, weil wirklich sonst fällt die Musik viel zu sehr auf. Für GEMA, UMG, was es noch alles gibt auf YouTube. Es sagt, das ist ein 100% One. 3,5 Sterne Map, da hat Ozo auch die Map richtig eingeschätzt, also es sind ungefähr 3,5 Sterne vom Schwierigkeitsgrad. Maps auf 100% zu bringen ist immer ein bisschen anders, als sie einfach nur auf S zu bringen. Da braucht man ja das Doppel-S und ja, was soll man anders machen? Ich meine, bei 3,5 Sterne Maps, warum macht man da keine 100%? Ich bin auch so die einzigen, wo ich keine Maps, wo ich keine 100% immer will, sind eigentlich 4,5 und 5. Und 4,5 gibt es trotzdem immer mal wieder, weil die mache ich so zufällig auf 100%. Und ja. Bei diesem Video wird es wahrscheinlich noch nicht sein, aber demnächst werde ich auch den Schwierigkeitsgrad der Maps mit meiner eigenen Bewertung verfassen. Die Map hier ist halt noch ein bisschen eigen, so 3,5. Sowas wird es zwar auch immer mal wieder geben, aber sowas anders zu bewerten ist ein bisschen schlecht. Also hier sage ich einfach nur, es sind ungefähr 3,5 Sterne. Vielleicht 4. Aber das wäre dann auch wieder ein bisschen übertrieben, weil man muss ja denken, Maps werden nicht bewertet, wie einfach man sie auf 100% schafft, sondern im Allgemeinen bewertet und ja. Die allgemeine Bewertung mit 3,5 Sternen kann ich eigentlich verstehen. Man hat ziemlich große Früchte, also auch ziemlich große Circuits. Jetzt wollte ich halt nur, dass es 100% ist, aber ich glaube, die Performance-Leiste, die geht auch nicht so schnell runter, wenn man mal failen würde. Und ja, ich glaube, das wäre sogar ein gutes Lied für jeden, der mal mit Catch the Beat anfangen will. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Nina. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr anderen Zuschauer da draußen in der großen, weiten Welt des Internets. Und wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Song quasi wieder und in der nächsten Melodie. Vielleicht auf den Kanal, vielleicht auf Antisparlos 2100. Je nachdem, ob ihr mich auf meinem Hauptkanal mitverfolgt. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich hatte am Blick gefallen. Und bis zum nächsten Video. Das war euer Anti. Bis dann.